Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Minecraft Trap. Ja Leute, ich weiß, es ist eine Weile her. Ich versuche dieses Projekt jetzt ein bisschen regelmäßiger zu bringen, kann aber leider nichts versprechen. Trotz allem wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Video. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Minecraft Trap. Wie ihr uns erkennen könnt, ist einiges zwischen den Folgen passiert, weil ich irgendwie nicht schlau genug war, auf Aufnehmen zu drücken. Nein, keine Sorge Leute, ich habe gar nicht erst versucht aufzunehmen, ich habe einfach... Lol. Boy, geh weg. Ich habe einfach voll viel gemacht. Ich kann euch mal kurz zeigen hier. Ich habe fast 6 Stunden Spielzeit. Am Ende der ersten Folge war es 2 Stunden. Und die zweite und erste habe ich quasi direkt nacheinander aufgenommen. Also ihr seht schon, ich habe einiges gemacht. Ja, diese Folge wird quasi einfach nur eine Folge, wo ich einfach zeige, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Weil ich zu dumm war, das auf die Reihe zu bekommen. Ja, wie ihr uns hier erkennen könnt, hier ist mein Haus. Es ist noch ein Creeper hier explodiert. Ich habe meine Wand hier sehr unauffällig gefixt. Ja, und da oben steht ein Windrad. Geil, oder? Das bringt uns jetzt Energie und nicht wundern über diesen Sound. Das ist nicht euer kaputter PC. Das ist eine Maschine, die ich hier aufgebaut habe. Und ja, ich habe hier einen Drachenkopf, aber ich habe keinen Drachen getötet. Ich habe einfach nur Drachenskelette. Ich habe hier auch 2 wundervoll süße Papageien, die ich im Dschungel da hinten gefunden habe. Und ja, ich habe auch einige neue Sachen hier entdeckt, aber heute geht es größtenteils hier um diese Maschinen. Ich werde dann zwischen dieser und der nächsten Folge, werde ich den Grundriss des Hauses bauen und dann richten wir das zusammen in der vierten Folge ein. Und ja, wir haben ja auf jeden Fall das Windrad und das hier ist dann jetzt ein Stromkabel, das zu diesen Maschinen führt. Das hier ist ein Metallurgic Infuser. Da können wir sozusagen mit Redstone oder Kohle, die wir hier in diesen Slot packen, um das hier aufzuladen, können wir sozusagen quasi Eisen in nötige Crafting-Materiale und so weiter umwandeln. Nicht nur Eisen, auch ganz viele andere. Und ja, damit können wir dann halt so ein paar nötige Sachen machen. Ich, warte kurz. Ich gehe mal kurz auf den Metal... Leute, tut mir leid, ich kann nicht schreiben. Den Metallurgic Infuser kriegt dann auf U. Und dann könnt ihr hier sehen, was man da alles machen kann. Hier aus Compressed Obsidian und so kann man dann halt verschiedene Materialien machen. Zum Beispiel aus Stone Bricks mit Biofuel kann man dann Mossy Stone Bricks machen. Und was ich halt hier meinte, mit Redstone Osmium in Basic Control Circuit umbauen. Osmium ist ein wichtiges Erz, das ist gar nicht mal so häufig, gar nicht mal so selten ist, meine ich. Das findet man eigentlich relativ oft. Ein Basic Control Circuit braucht man halt für viele Maschinen und so. Und Eisen kann man dann in Enriched Alloy machen. Der ist auch wichtig zum Craften. Und dann kann man auch mit Kohle und Eisen Enriched Iron machen. Aus Enriched Iron kann man dann wiederum Steel Dust machen. Und wenn man Steel Dust dann in meinem Ofen brennt, kann man Steel Ingot bekommen. Das Ding ist nur, ich habe hier noch 2 weitere Maschinen. Unter anderem den Energized Smelter und die Enrichment Chamber. So, die Enrichment Chamber hier, die ist schon komplett leer. Und ich würde sagen, ich nehme auch mal den Iron Dust hier raus. Denn die muss ich doch mal kurz erklären. Die doppeln sozusagen Erze. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ich packe da mal hier in die Enrichment Chamber ein Eisen rein. Das wird dann hier gebrannt. Halt mit Hilfe der Energie, die hier aus meinem Windrad gewonnen wird. Und dann kommt hier raus halt Iron Dust. Aber der wird direkt in diese Maschine teleportiert. Wir haben jetzt 2 Iron Dust daraus bekommen. Und jetzt rate mal, was man daraus bekommt. Ja, natürlich, ganz genau. Man bekommt 2 Eisen-Ingots. Und das mache ich halt mittlerweile mit all meinen Erzen. Es gibt eine Ofenrüstung, aber die ist halt eben genau deswegen unpraktisch, weil die halt alles automatisch schmilzt. Und das ist natürlich nicht so nice. Ich packe jetzt nochmal ein bisschen Erze hier rein. Und guck mal, ob ich ein paar mehr habe. Hier Osmium-Ingot. Osmium-Ohr meine ich. Den Trollshammer, den ich in den ersten paar Folgen benutzt habe. Hier habe ich zum Beispiel auch sehr, sehr viel Eisen. Und mein Heat Generator, der ist quasi so das erste, womit man den ersten Strom gewinnt. Der braucht aber Treibstoff und mein Windrad hier läuft komplett alleine. Deswegen habe ich den jetzt einfach mal hier reingelegt, aber mit dem kann man jetzt auch nicht so viel anstellen. So, hier habe ich einfach nur meinen ganzen Müll drin. Und ja, hier habe ich mein Jetpack drin. Das war keine so schlaue Entscheidung, das zu machen. Es war nicht zu teuer, aber soweit ich weiß, ist Fliegen auf diesem Server deaktiviert. Ja, toll. Jetzt habe ich ein Jetpack, aber kann damit nicht fliegen. Also ich meine, man braucht sowieso noch Treibstoff. Und ich weiß gar nicht, wie man den Treibstoff da reinbekommt. Und das Jetpack sieht schon allgemein sehr, sehr cool aus, oder? Ich finde, es sieht cool aus. Ich weiß nicht, wie man den Treibstoff reinkommt. Müsste ich dann vielleicht nochmal im Singleplayer ausprobieren.
Aber naja, fürs Erste trage ich mal lieber meine Obsidian-Rüstung, die, wie ihr unschwer erkennen könnt, da hier extra Herzen gibt, eine komplette neue Leiste. Und ja, in dieser Folge habe ich, wie gesagt, sehr viel zu erklären. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwas draußen zu erklären habe. Stimmt, mein Equipment. Hanglider habe ich mir offscreen gecraftet. Ich habe ein paar Leder von den Boys bekommen. Sehr nett von euch. Mit dem kann man halt hier so rumgleiten und ist dann allgemein einfach ein bisschen schneller unterwegs. So, meine Warpages, die sind immer noch genauso wie vorher. Habe ich keine neuen gemacht. Ich habe das Obsidian mit der Osmium Paxel abgebaut. Das craftet man sich aus den Osmium Tools. Das ist sozusagen ein alles in einem Tool. Nur, dass man kein Schwert, also man muss kein Schwert damit craften, obwohl es 10 Schaden macht. Also es ist definitiv besser als andere Tools. Aber ich meine, Abklingzeit hat es irgendwie gefühlt gar nicht. Und deswegen ist es auch sehr gut als Waffe. Als alternative erste Waffe hatte ich hier mein Dragonbone Sword. Das ist aus der Ice and Fire Mod mit den ganzen Drachen und so. Das habe ich mir aus Knochen gecraftet, die hier mein Vorbesitzer schon hatte. Und ich habe ja auch ein Skelett gefunden. Und ja, allgemein, eigentlich muss man das sozusagen noch verzaubern, damit es gut. Aber ich finde, mit dem Osmium Paxel komme ich im Moment noch ganz gut klar. Deswegen lasse ich das lieber, liebe Freunde. Aber ja, ich war auf jeden Fall im End, um mir das ganze Obsidian abzubauen. Da ist ja viel. Die Rüstung ist ziemlich gut. Es ist aus der Block Armor Mod. Und wie gesagt, alles in einem ziemlich nice. So, jetzt haben wir weitere 16 Eisen. Und jetzt würde ich sagen, mache ich dasselbe einfach mal nochmal mit dem Osmium. Wir haben nämlich definitiv genug Strom. Der Metal Logic Infuser allgemein, der ist gut. Aber was ich heute noch machen wollte, ist mehr eine Ofenrüstung craften. Und dafür brauchen wir sehr viele Öfen. Ich habe hier schon sehr, sehr viel Cobblestone vorbereitet, wie ihr unschwer erkennen könnt. Genau 3 Stacks braucht man dafür. Zack. So. Es ist dämlich, Leute, ich weiß. Aber das macht einen Autosmelt. Und ich habe ja gerade gesagt, dass die Rüstung nicht so gut ist. Allgemein diesem Modpack. Aber man kann die Rüstung ja auch mal wechseln, ne? Deswegen wollte ich mir heute auch noch mal ein paar Armor Stands machen. So, perfekt. So, das erste, was ich jetzt machen wollte, einfach Armor Stand, so. Und weil man für einen Armor Stand Cleanstone braucht, dachte ich mir, ich nehme einfach mal die Rüstung direkt an und baue damit ein bisschen Stein ab. So, ich brauche eigentlich nur 3 Cleanstone dafür. Deswegen 1, 2, 3. Ihr seht auch, das ist so ein schicker Effekt. Das funktioniert halt auch bei Erzen und so, aber wie gesagt, ich will die Ärzte lieber nicht so behandeln, einfach wegen dieser Maschine, die einfach alles verdoppelt. Das ist so geil. So, jetzt habe ich einen Stein zu viel, aber egal. Egal. So, Stone Slabs. Jetzt brauche ich nur noch einige Sticks. Ginny brauchen wir ja auch, liebe Freunde. Oh, da waren 2 Sticks, aber das reicht nicht wirklich. Leider leicht das nicht, ja genau. Das leicht auch zum Glück nicht. Dann baue ich mir erstmal, dafür sollte ich die Rüstung mal lieber ausziehen. Ich glaube aber, ups. Wieso sage ich ups? Keine Ahnung. Ich gehe mal kurz zu einem Baum hin, denn mit der Autosmelt-Rüstung wird der, wie gesagt, alles automatisch geschmolzen und hinterher kriegen wir dann auch Holzkohle raus und das finde ich irgendwie nicht so nice. Und ja, ich rede heute ein bisschen komisch, so ein bisschen angeschwollen oder was auch immer, wie man das nennen soll. Ich bin nicht im Stimmbruch, Leute. Keine Sorge, das beginnt erst in ein paar Jahren. Nehmen wir Real Talk. Meine ganzen Klassenkameraden klingen aber schon wie erwachsene Männer. Ja. Und ich bin dann noch so mit meiner Kinderstimme. So. Dann. Zack. Muss ich das nur noch in Sticks umwandeln. Und wenn ich mich recht erinnere. Zack, zack, zack. Ja, machen wir aber direkt mal 2 von. Oder haben wir gerade so nicht genug Sticks? Mann! Gerade so nicht genug Sticks. Na, supi. Wenn schon, denn schon. Zack, 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 zack. Aber natürlich würde das jetzt natürlich noch für einen weiteren reichen. Warum auch nicht? Dann haben wir 2 Armor Stands. Wo könnte ich die hinstellen? Ich würde sagen, hier wäre gar nicht so schlecht, ne? Hey, freshen Armor Stands. Ah, ich kann denen auch einfach mal ein Schwert geben. Gib mir mein Schwert wieder. Gib mir mein Schwert. Danke. So, und da kann ich dann jetzt einmal mit Shift und Rechtsklick meine ganze Rüstung für anlegen. Und dasselbe könnte ich dann rein theoretisch mit der Obsidian-Rüstung tun. Dann hätte ich hier meine
Wie süß, Leute. Meine zwei Rüstungen halten Händchen, Leute. Ist das nicht wunderschön? Junge, davon muss ich mir einen Screenshot machen. Das wird das Thumbnail. Thumbnail, genau. Ja, wir haben hier schon 20 Osmium Ingot. Ziemlich nice. Wir haben aber ja immer noch viel Iron Dust. Ja, das ist das, womit man, ja, okay. Oh, ich kann es mit dem Combiner zurück zu Erz machen. Ja, okay. Gar nicht mal so unpraktisch, aber nee, Leute. Ich behalte das jetzt einfach mal und wenn das fertig ist, packe ich das dann nochmal rein. Ich sehe schon, fast 10-minütige Aufnahme. Ach, der Sufu, guck mal, ist auch online. Hi. YouTube sagt, hallo, nehme gerade auf. Nice. So, wir haben aber auch irgendwie eine Mod drin, mit der man Twitch-Emotes irgendwie machen kann. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie das geht. Ich finde nur die Mod hier am tollsten. Hallo. Mit dem Schwert vor allem. Kann ich dann irgendwie auch noch so ein Yes, oder? No. Ach, wie cool. Muss ich dann nur noch so vor mir machen? Klar. Ja, leg das Schwert mal lieber weg. Ist ein bisschen gefährlich. Yeah. Mit dem Schwert. Woo. Das kannst du im echten Leben aber auch nur einmal machen, ne? Shrug. Point. Du warst das. Soll ich mir das Schwert in den Kopf stecken oder nicht? Also Leute, mein Plan ist, ich habe halt hier die ganze Technik. Keine große Technik. Keine großartige, wichtige Technik hier. Aber ja, das wird ein bisschen schwierig, die zu meiner neuen Base zu bringen. Hier steht noch nichts. Das mache ich dann offscreen. Baue ich dann sozusagen aus Beton oder Marble oder was auch immer. Baue ich dann einfach hier so ein schickes, modernes Haus hin. Ich werde auch viel unterirdisch bauen. Einfach wegen den ganzen Mechanism-Sachen und so weiter. Ich muss auch endlich mal mit Britannia anfangen. Und noch eine kleine Sache, was ich gesehen habe. Die anderen Jungs, die haben in ihren Videos immer so einen Skillbaum oder was auch immer. Und ich habe keine Ahnung, wie das geht. Deswegen gucke ich jetzt mal noch mal ganz kurz nach. Habe ich vergessen, vor der Aufnahme zu tun. Okay, Y. Ja, Mann, Y. Okay, scheinbar kostet das alles XP. So, ich lese mir noch mal kurz alles AFK durch. Oh, mehr Leben. Ah, mehr Leben. Ja, perfekt, dann brauche ich dann gar nicht mehr eine Rüstung für. Ich downgrade aber lieber mal lieber. Lieber mal lieber. Ja, genau. Einfach, weil ich da lieber ein bisschen überlegen will. Und ich glaube, ich ziehe mal lieber wieder meine Obsidian-Rüstung an. Ich weiß dann nämlich gar nicht, ob das richtig mit den extra Herzen von der Obsidian-Rüstung funktioniert. So, hier wird gerade noch fleißig geschmolzen. Ich würde sagen, ich nehme noch mal ein bisschen Osmium-Ingot raus. Und danach schmelzen wir das ganze Iron Dust. Ich glaube, ich brauche einfach mal ein paar mehr von denen. Und vielleicht dann auch irgendwann mal noch ein paar extra Windturbinen, denn irgendwann brauchen die Sachen halt echt viel Strom, Leute. Ja, ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls nicht, könnt ihr natürlich auch gerne einen Daumen nach oben geben. Aber schreibt mir auch bitte in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe. Und ja, wir verabschieden uns jetzt ab jetzt so, denn irgendwie finde ich es immer komisch, diese Verabschiedungen in der Endcard oder was auch immer zu machen. Ich habe ja bereits am Anfang des Videos gesagt, das wird irgendwie eine Vorstellungsfolge, was ich offscreen alles geschafft habe. Was sehr viel ist, by the way. Ich meine, schaut euch hier mal um, Alter. Ich habe hier Technik auf höchstem Niveau. Was ich jetzt mal machen muss, ich muss auf Drachenjagd gehen. Die Jungs haben aber irgendwie schon alle Drachen in einem Umkreis von 50.000 Metern gezählt. Ah! What the heck? Ich sitze auf meinem Dach. Ja, nice. Haben wir die Quark-Mod drin? Scheinbar. Auch mit der Quark-Mod, da kann man ganz viele coole Sachen mitmachen. Da kann man automatische Farmen machen. Leute, das wird geil. Dann brauche ich aber eine Skelettfarm für, um Knochen mehr zu kriegen. Es gibt auch automatische Crafter mit der Mechanism Mod. Ah, es wird so cool, Leute. Das Ding ist halt, ich weiß nicht, wie lange das Projekt noch laufen wird. Ich muss jetzt langsam mal mit dem Modpack fürs nächste beginnen. Dafür bin nämlich ich verantwortlich. Ich aber nice. Wie kommt man denn da drauf? Wow. Oh, wie cool, Leute. Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Lil.